Gott, oh Gott. Mir geht gerade die Muffe, liebe Freunde. Mir geht gerade die Muffe. Ey, ist die Mission böse bisher. Also, das ist richtig übel. Hier komm, nachladen, Freund. Alles nachladen. Ganz wichtig. Hier hinten sind wir ziemlich schwach aufgestellt. Ich bewege mich mal dorthin. Du gehst mal dorthin. Der wird befüllt, okay. Und alles nur MP-Schützen. Das ist ein bisschen schwach. Geh mal dorthin. Das Gute ist ja, dass es hier zumindest übersichtlich ist, dass wir sehen, wann die denn hier kommen. Da kommen sie. Und stopp, hinlegen, nicht schießen. Oh, jetzt wird's böse, jetzt wird's böse. Okay, Freunde, jetzt wird's böse. Gucken, ob wir da was gegen setzen zu haben. Tiger, Tigerpanzer. Okay. Tigerpanzer sind böse. Tigerpanzer sind böse. Okay, die nehmen unsere Leute da auseinander, das war klar. Okay, bisschen Rückzug. Lass er rankommen. Panzer vor. Alter. Wo ist denn jetzt noch auseinander? Der ist böse, der ist böse hier. Der Tiger 1E. Wenn davon mehrere kommen, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein richtiges Problem. Aber bis jetzt hält unsere Front noch. Bis jetzt. Wer weiß, was da noch kommt, ey. Ja, готов. Давай же! Так точно! Распоряжение. Солдат по войску идет. Жду распоряжений. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich... Жду распоряжений. Солдат по войску идет. Irgendwie auch nicht wirklich kämpfen wollen, ne? Hervorragend! Schnell! Startet einen Gegenangriff, solange sie verwundbar sind. Zerstört jeden einzelnen von ihnen. Oh, geil, wir können die Panzer holen. Sehr geil. Okay, Gegenangriff starten. Verstärkung eingetroffen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt losziehen sollten mit allem, was wir haben, aber wir machen es mal. Слушаю. Так точно! Слушаю. Распоряжение. Пехота Machen здесь. Einfach mal. Жду приказов. Weiß nicht, ob es sinnvoll ist. Пехота готова. Okay. Jungs. Приказы. Panzer auffüllen, reparieren und dann Marsch. Снабжение готов. Я готов. Распоряжение. Ja, Bewegung. Raus Готовы hier. Служить. Raus Жду hier. Приказов. Mitnehmen. Raus, 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 raus. So, jetzt nehmen wir unsere. Ich weiß nicht, was Faktum ist, was uns erwartet. Ich probiere mal alles mitzunehmen. Was mir jetzt wichtig erscheint. Marsch, marsch. Mal einen kleinen Angriffstrupp zusammenstellen hier. Ich nehme jetzt nicht alles mit, aber eine ganze Menge schon mal. So. Okay. Marsch, marsch. Bewegt euch. Hinterher. Jetzt ist Jagdsaison. Komm schon.
Jetzt hätte ich natürlich gerne noch die Aufklärer, ne? Edo! Komm schon. Yes. Kriegen euch, wir kriegen euch, komm. Pechot auf Putti! All in, sag ich nur, all in. Alles oder nichts jetzt. Aha, okay. Fertig machen, los. Okay, lass sie kommen, lass sie kommen. So, mal davor. Sehr gut, das sieht gut aus. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Auffüllen. Los, mach sie weg. Okay, weiter vorrücken. Gut. Bisschen breiter aufstellen. Okay. Stellt euch auf. Das ist jetzt wirklich schon brachiale Gewalt, was ich hier mache. Aufladen. Hier geht's mit. Schaden tut's nicht. Der lädt erstmal auf, wir brauchen euch. Hier ist auch noch eine gut überschaubare Armee, die wir nutzen könnten. Alter Falter. So, wenn du den jetzt mal auflädst. Wie weit ist der denn hier? Noch nicht mal annähern. Los, komm schon. Aufladen. Mach schneller. Ohne Munition losziehen ist nicht gut. Das dauert einfach zu lange. Okay, wir gehen mal mit dem Tempel hier vor. Der Rest wartet noch einen Moment. Ausgezeichnete Arbeit, Genossen. Gebt ihnen jetzt keine Zeit, um sich neu zu formieren und drängt sie dorthin zurück, wo sie hergekommen sind. Oh, okay. Geht nochmal weiter. Ui. Ich warte auf Putti. Es geht nochmal weiter, okay. Also rücken wir nochmal nach. Ja, готов. Mit dem hier. Ich hatte Idiot. Marsch, marsch. Hier hinten ist auch noch was. Нужны патроны, топливо, ремонт. Ziehen wir mit. Координаты. Транспорт готов. Genau, Transport готов. Kommen wir mit dem hier auch nochmal ran. Müssen wir die alle ausräuchern? Ja. Перемещаю орудие. Слушаю. Dann werden wir uns mit unserer zweiten Armee, die von dort kommt, dann gleich mal treffen. Hier ist alles friedlich, das ist okay. Dort bewegen wir uns, das läuft. Gebäude готов. Infanterie nehmen wir jetzt mit. Распоряжение. Habt ihr das Gefühl, dass wir sie noch brauchen? Пехота готова. Распоряжение. Okay, ab durch die Mitte. Ihr müsst auch mit. Ja.
So. Ihr seid jetzt Megatowi! Armee Nummer 1. Aufstellung. Pichote idiot. Der ist schon ziemlich angeschlagen. Ihr werdet jetzt zur Armee Nummer 2. Megatowi! Dwigaju orudie. Und ihr werdet meine Infanterie-Armee Nummer 3. Иду туда, где нужен. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Mörser irgendwie gar nichts bringen. Zumindest schießen die nicht, habe ich das Gefühl. Da ist ein Traktor, könnten wir auch mitnehmen, aber will ich nicht. Okay. Die 1. Technika готова к работе. Bewegt sich. Слушаю. Die 2. Bewegt sich auch drauf zu. Yes! Soldat die 3 geht auch drauf zu. Marsch, marsch. Hier geht nämlich mal hier hin. Ich hatte Idiot! Geht in den Wald, wenn möglich. Pichote auf Putti! Und werdet auch nicht schießen. Hinlegen. Wie sein? Panzer. Okay. Stopp. Nicht bewegen. Da haben wir schon mal den ersten Panzer. Megatowi! Yes! Technika готова к работе! Pichote auf Putti! Zwei rückt ein bisschen vor. Pichote auf Putti! Ja, wenn wir die Schussreichweite haben, machen wir direkt. Okay, es geht los. Готовы к атаке. Иду. Видна цель. Готовы строить. Атака frei. Солдат, в это войск идет. So, wie sieht's hier aus? Der ist verlassen, okay. Das heißt, wir können den übernehmen. Солдат, в это войск идет. Hol dir den. Грузовик снабжения готов. Wir müssen ihn gleich reparieren, den nehmen wir gleich mit. Sehr gut. Техника готова к работе. Eins, zwei. Пехота здесь. Drei. Den müssen wir vertrieben. Das ging relativ fix. Die eins geht hinterher. Давай же. Так точно. Мы готовы. Zwei geht hinterher. Ja. Jetzt hier aus. Ja. Hier ist auch hinterher. Die drei. Pichote идет. Was nennt man Vorstoß? Распоряжение. Поживее. Техника готова к работе. Пехота в пути. Жду распоряжений. Wenn die nicht noch eine große Überraschung für uns haben, dann ist ganz gut für uns. Ich fühle mich gerade noch ein bisschen sicher, muss ich ehrlich sagen. Ich habe momentan nicht so unbedingt die Angst, dass irgendwie noch was passiert. So, komm. Die zwei. Rufe zu. Пехота идет! Ожидаю приказов! Я ein! Поживее! Мы кесслим их jetzt ein! Жду распоряжений! Пехота в пути! Не чужим! О, alles leer! Пехота идет! Übernehmen! Поврежден привод! Не можем двигаться! Врач здесь! Уничтожили цель! Иду! Целься! Огонь! Was für ein Metzel hier! Грузовик снабжения готов! Грузовик снабжения готов! Приказы! Пехота идет! Ja, die nehmen wir natürlich auch gleich mit. Ah, sehr gut! Wieder was für uns? Reparieren? Gleich heile. Sehr geil. So, die 3. Die müssen natürlich ganz weit nach oben. Also ich denke, da wird uns jetzt was... Komm, das nehmen wir noch mit.
Wenn die das schon liegen lassen, nehmen wir es mit. Jasna! Okay, die 1. Was für eine heroische Musik im Hintergrund, echt geil. Jetzt auch gerade irgendwie ein bisschen passend, ne? GT7M, leichter Panzer, okay. Warum nicht? Warum nicht? Oh, hier ist ja auch noch was. Oh, eine Panzerabwehrkanone ist ja auch noch hier. Verdammt, die nehmen wir doch mit, ey. Oder die Panzerabwehrkanone. Die holen wir. Ja, wohl klar. So, hier haben wir unsere. Die rennen los, die wollen die holen, okay. Sieht soweit ganz gut aus. Gehen wir dahin. Koordinate, 1, rückt noch ein bisschen weiter vor. Ich weiß nicht, was da kommt. Können wir die bewegen? Langsam, aber wir können. Okay. Dann geht's. Auch weiter. Okay, da geht's los. Zwei, ran. Zwei, auch ran. Bisschen Aufstellung. Was für eine Schlacht, das ist die Wilze, was ich hier gesehen habe. Boah, guckt euch das mal an, ey, was hier abgeht, ey, das ist ja. Alle mal aufstehen. Das sind Screenshots, ey, dafür lebt man. Okay, die 2 rückt ein bisschen. Die 1 rückt auch ein bisschen vor. Okay, sieht ganz gut aus. Also ich glaube, wir haben die Sache im Sack. Wenn da nicht nur eine Riesenarmee kommt. Oh. Volle Konzentration auf den hier. Wenn ihr auseinandergenommen, wir können ja schon fast leid tun. Ach, hier ist noch mehr. Los, räumst du weg. Los, komm. Ist das böse? Ist das böse? Komm, mach den weg. Natürlich mit Verlusten, ist klar. Yes! Sieg! Die Faschisten flüchten wie Hunde! Alter! Gut gemacht, Genossen! Ihr habt das Blatt gerade zu unseren Gunsten gewendet. Jetzt kann niemand mehr die Rote Armee aufhalten. Boah! Was für eine geile Schlacht. Die Mission war richtig hammerhart. Und man konnte mal richtig rushen irgendwie. Richtig, das war richtig cool. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zusehen. Aber vorher hören wir natürlich noch das Tagebuch, das ist klar. Montag, 12. Juli 1943. Ich hatte gehofft, bis zum Sommer die Nachricht von der Befreiung Leningrads zu erhalten. Aber ich habe seit März kaum Neues gehört.
Ich hoffe wirklich, dass Schukow meine Stadt retten kann. Derweil marschiere ich mit Rokossowski gen Westen. Wir brauchten nur wenige Monate, um die Deutschen zurückzudrängen und mit unseren Truppen zum Kursker Bogen vorzurücken. Aber seit Beginn des Monats hat sich die Front verhärtet und wir glauben, dass die Faschisten einen Gegenangriff planen. Rokossowski wusste, dass wir Kursk um jeden Preis verteidigen mussten. Wenn wir den Angriff der Deutschen überstehen, fehlt ihnen die Ausrüstung, um uns aufzuhalten. Meine Männer und ich sollten die Stellung in der Nähe des kleinen Dorfes Poniri halten. Ich bin zwar stolz, Teil der nördlichen Flanke gewesen zu sein, aber ich wusste, dass die Deutschen hier heftigen Widerstand leisten würden. Meine Sorgen waren jedoch unbegründet. Meine Männer hielten den Angriffen der Faschisten problemlos stand. Ich habe noch nie so viele Panzer so schnell in Flammen aufgehen sehen. Heute bin ich stolz. Ich hoffe, Schukow kommt in Leningrad zurecht. Nachdem ich seine Taktiken angewandt habe, verstehe ich, warum er den T-34 so liebt. Meine Panzerbesatzungen konnten ihn beim Abwehren gut gebrauchen. Es gibt Siege, die man feiern kann, nach denen man eine rote Fahne schwenkt und mit seinen Genossen anstößt. Und es gibt Siege wie diesen, nach denen man das Gefühl hat, dass man tagelang um ein Feld gekämpft und hunderte Panzer zerstört hat und dennoch nicht weitergekommen ist. Trotzdem glaube ich, dass wir heute die Grundlage für den Untergang der Faschisten geschaffen haben. Ja, das denke ich auch. Also es war eine übelst geile Schlacht, das muss ich schon mal sagen. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hinterlasst eine Bewertung, das wäre super. Und ansonsten sehen wir uns bei dem nächsten Part wieder bei Sudden Strike 4. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von netgaming.tv. Bye, bye. Where we decided our fate. We may suffer, we may bleed, some of us may have to give our lives, but we will never surrender.